Ich tippe so lange gerade mal auf die Schulter und deute mit dem Daumen dahin, wo links ist. Du Das ist trittst auf nett. den Kreis. Du darfst dich gerne auf Stelle 0 auf der Tickleiste setzen. Oh yeah. Und für den Rest heißt es dann Initiative, bitte. Ja, ich nehme mal an, dass ihr, wie ihr es gerade besprochen habt, Bodo dann auch wirklich dazu holt. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich nicht wenigstens ihn über den Wolkenpfad rumschleusen kann. Ja, du lachst, ich finde das überhaupt nicht lustig. Ja, Oh Gott. der Wag beginnt. Ja, der Wag geht. Der Wag geht schon mal kurz mal nach. Laufen. Ich laufe Geschwindigkeit in Metern. Ich benutze gar nicht alle. Ich gehe einen Schritt auf ihn zu. Einen Schritt. Wie viel kostet mich das an Dix? Wenn du es mit einer anderen Handlung verbindest, kostet es dich gar keine zusätzlichen Ticks. Ich hab eigentlich keine Handlung. Ich warte eigentlich auf das Ding, also ich würde abwarten. Ja, dann kostet es sich 3 Ticks für den Schritt nach vorne. Ist doof, aber du musst Ja, mindestens das drei ist Ticks okay. für Ich eine habe freie Bewegung. wie gesagt nichts, was ich gerade tun kann. Ich muss abwarten. Ich könnte auch, ne, irgendwie sagen, Wahrnehmung oder so, aber ja, wenn ich will, ja. Das Wesen sieht, wie du dich auf es zubewegst und bewegt sich in deine Richtung. Wie viel Meter hat es denn jetzt zu dir? Das sind gerade mal 2 Meter. Wie schafft es auch mit einer freien Bewegung? Und dann möchte das Wesen versuchen, dich zu packen. Gott. Dein KW hätte ich. Mein KW. Das ist der KW. Dein Körperlicher körperlicher Widerstand. Widerstand. Körperlicher Widerstand 16. Ja, ich sage an, wir umklammern und gucken wir mal. 16 sollte ja machbar sein. Ja, das sieht solide aus. Möchtest du dagegen irgendwas unternehmen? Ausweichen, drunter durchtauchen würde ich ganz gerne. Das funktioniert. Bei aktiver Abwehr gegen körperlichen Widerstand über Zähigkeit. Zähigkeit gegen 15. Zähigkeit gegen die 15. Das sollte. Entschuldigung, das war wieder der Modifikator. Modifikator ist 0, Schwierigkeit 15. Plus 4 auf deinen KW. Sind wir bei 20? Dann hat er immer noch 2 EG, einen Braucher für das Manöver. Und den anderen packe ich im Schaden. Das ist nicht gut. Und du gehst 3 Ticks nach vorne. Drei Ticks nach vorne für die Zähigkeit. Halber Schaden, das heißt, du kriegst 5 Schaden, die gerade kommen. Eine steinerne Hand schließt sich um dich. Und du spürst, wie sich die Finger in deine Seiten drücken. Du giltst als ringend. Ich habe hier auch, kann man das so einigermaßen lesen? Bisschen. Ein Charakter mit dem Zustand ringend kann sich nicht frei bewegen. Seine Geschwindigkeit wird auf 0 gesetzt. Er kann keine Bewegungshandlung oder freie Bewegung nutzen. Zudem ist seine Verteidigung um 3 Punkte gesenkt. Alle seine Proben erhalten einen Malus in Höhe von 3 Punkten. Aus dem Zustand ringend kann man sich normalerweise befreien, indem man sich aus der Umklammerung befreit. Okay, so verzerrte Lebenspunkte. Du hast gesagt, die Hälfte. Fünf. Ja, also 5, das ist gar nicht so viel, weil ich habe meine Rindenhaut aktiviert. Dann bin ich bei einem Schaden. aber du bist trotzdem gepackt. Er hat zusätzlich die Meisterschaft halten, das heißt, der Verteidigungsmalus für dich ist jetzt 5 anstatt 3. Was schon ziemlich fies ist. Das Ja, klingt ja super. er hat dich in einer Hand, mit der anderen Hand möchte er zuschlagen.
Deine Verteidigung war. Ich muss mal wieder fragen, weil. Meine Verteidigung müsste 18 sein mit der Lederrüstung. Also 13 gerade. Genau, minus 5 Punkte. Wow. Du bist gehalten. Möchtest du versuchen, da was gegen zu unternehmen, gegen den Schlag, der auf dich zukommt, oder? Das macht leider keinen Sinn, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, dann hau rein. Okay. Ich. Je nach Schaden, der reinkommt, 10 Stück. 10 Stück. Ich glaube, das macht Sinn, dass ich jetzt einfach mal meinen Mond. Du möchtest den Schaden reduzieren mit einem Splitterpunkt. Genau, das habe ich eben gedacht. Splittergabe. Geist der Gedanken. Ich kann jetzt mit einem Splitterpunkt den Schaden auf meine Fokuspunkte umleiten. Oder du könntest 5 Punkte Schaden ignorieren, auch für einen Splitterpunkt. Ist deine Entscheidung, was du machst. Ich nehme erstmal meine Splittergabe. Okay. Das heißt, Splitterpunkte setzen wir ein runter. Richtig. Und das funktioniert einfach so. Ich streiche mir jetzt 10 Fokuspunkte. 10 V10, genau. Bitte trage den Fokusverlust ein. Ist das ein Fokusverlust? Ja, 10. Ja, 10 V10. 10 V10. Reicht das nicht nur, wenn man V10 eingibt, oder nimmt das dann nicht? Das steht da nicht, das macht keinen Sinn für ihn. Ist das so richtig? Ja, ne? Ja. Okay. Du spürst, wie der Schlag deinen Kopf trifft, aber ja, dein Körper bleibt intakt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Kann das sein, dass ich nicht genug Fokuspunkte hatte? Ich könnte jetzt gerade bei dir gucken, wie viel Fokus du hast. Ich weiß es nicht. Ich hätte noch 9 Punkte offen. Dann hast du nicht genug Fokus dafür. Dann kannst du das nicht tun, aber du kannst den Splitterpunkt benutzen, um den Schaden um 5 zu reduzieren. Dann machen wir das so, okay. Aber okay. Ich hatte nämlich gerade gesehen, dass das mir nicht abgestrichen worden ist. Hat er. Oh. Okay, dann ja, dann schreibe ich mir einfach 5 verzerrte Fokus. 5 verzerrte warte. Lebenspunkte. So, warte, du hattest gesagt, 10 Stück kriege ich, 4 ziehe ich ab durch die Rüstung und dann 5 für einen Splitterpunkt, genau. Dann bleibt ein Lebenspunkt. Richtig. Dann ist Nase auch dran, oder? Ja, die Füße, die gehen aufs Abwartenfeld. Ja, wie ihm befohlen, hat er sich ja Bodo geschnappt. Aufgrund der Situation lässt er ihn natürlich jetzt los. Da er nur eine Hand frei hatte, gehe ich davon aus, dass er seinen Wurfspeer in der anderen Hand hatte. Ansonsten würde ich den ziehen. Ich gehe davon aus, dass ihr euch vorsichtshalber kampfbereit gemacht habt. Trotzdem deine WGS nach vorne, um ja auszuholen und zu zielen. Okay. Ihr sollt auch nur vorbeirennen. Ja, er will offensichtlich was anderes machen. Lass ihn doch. Ja, das ist völlig okay. Ich freue mich ja, wenn ihr mich da aus den Händen rausholt. Konzentrier dich bitte auf die richtige Hand. Die Dinger haben eine WGS von 11? Ja. Okay, krass. Ja, gut, dann ist Jamir dran. Ja, mir tut das, was Magier am besten tun. Ich gucke mir die Runen an. Beziehungsweise ich gucke mir vor allem an, wie verhält sich der Schutzkreis zu den Runen, die auf dem Ding sind, zu denen, die unten auf der Insel sind. Ja, hattest du ja vorher schon gemacht. Ich hatte dir gesagt, dass die das Wesen auf der Insel halten. Das weißt du. Als Fakt. Die Insel, die scheint irgendwie, du bist ja nicht sicher, hat es leider nur 3 EG, keine 5. Die scheint irgendwie Zauber oder Fokus für das Wesen zu geben, du bist ja nicht sicher. Auf jeden Fall weißt du, dass das Wesen wohl durch die Runen gestärkt wird, aber du spürst immer noch, dass die Magie da drin sehr, sehr schwach ist. Das sind die Informationen, die du bisher hattest, und jetzt deine Aktion, bitte. Ich weiß es nicht.
Ich würde gerne die Runen ausbrennen oder zumindest versuchen, aber ich weiß nicht, ob das dann die ganze Sache einfach nur schlimmer macht. Ich theorisiere im Moment, wenn wir den Schutzkreis ausbrennen und das Vieh rauslocken, dass es dann nicht mehr durch die Insel gespeist wird und seine Kraft verliert. Aber das könnte genau ins Gegenteil umschlagen und das Vieh jagt uns wieder bis zur Oberfläche. Ich würde ganz gern was schreien. Mach die Sterne weg. Da wird drauf... Wie viele Sterne gibt's? Gibt's einen, der sehr groß ist? Ich sehe hier in der Mitte so einen Lichtschacht. Ist das ein großes Ding? Da kommt gerade das Mondlicht durch und wenn du jetzt hochguckst durch das Mondlicht, ja, da scheint irgendwie eine Verbindung zu sein. Dort, wo das Mondlicht auf die Runen trifft, sind die ein bisschen heller und leuchten leicht. Und dort, wo das Mondlicht noch nicht drauf fällt, sind die schwächer. Scheiße, ich habe keinen Lichtbann. Ich sag mal, diese Erkenntnis kostet dich eine einfache Wahrnehmung, sind 5 Punkte, 5 Ticks. 5 Ticks, ja gut. Ich muss sowieso überlegen. Ich habe echt keine Ahnung, was ich tun soll. 3, 4, 5. Ach du Schande. Ich tue das als Einzige irgendwie das, was uns befohlen wurde. Ich renne einfach. Versuche einfach vorbeizurennen. Das wurde gesagt. Nimm Bodo mit. Ja, okay, dann nehme ich den Dicken auch noch mit. Auf geht's. Zack. Ja, du gibst Kette und möchtest an dem Wesen vorbei. Könntest du da auf der Karte dann mal ziehen, den Weg, den du nehmen möchtest? Na, ganz in Ruhe. Mir wurde gerade ja gezeigt, was links ist. Daher würde ich hier vorbeilaufen wollen. So. Mhm. Ja. Oder quasi bis nach oben, halt je nachdem, wo ich es hinschaffe. Dann bist du zu keinem Zeitpunkt in Nahkampfreichweite mit dem Wesen. Alles klar. Ja, das gelingt dir. Du schaffst es allerdings nur, die Hälfte der Strecke zurückzulegen, weil Bodo sehr langsam ist. Kann ich den hochheben und mitschleppen? Also mit die Schulter werfen und mitnehmen? Ja, der ist schon schwer. Also ich hätte dann gerne eine Athletikprobe gegen die 20 von dir, um den zu tragen. Der Fette, ja, okay. Minus 2, weil er strampeln wird, weil er das gar nicht gut findet. Was war Akrobatik oder Athletik? Athletik. Okay. Scheiße. Knapp misslungen ist nicht schlimm. Ja, einer der Tritte trifft dich und du kriegst einen Betäubungsschaden, der durch dein Fell auch wieder sinnlos ist. Ja, du kommst deine volle Geschwindigkeit weit mit Bodo für 5 Ticks. Ich brüll ganz laut. Hör auf, du Zappel! Okay, dann bin ich dran. Auf der 6, ich würde ganz gerne meinen Stab einsetzen und als Hebel versuchen zu benutzen, um die Hand wieder aufzubrechen. Also einfach einen ganz normalen Kampfstab-Angriff. Quasi. Mhm. Dass ich mich aus also, der Umklammerung befreie. Ich werte das jetzt mal als reguläres aus der Umklammerung befreien. Da gibt es ja auch Regeln für. Ja. Was möchtest du dafür haben? Sofortige Aktion, 5 Ticks. Akrobatik, Athletik? Oder ich versuche es gerade nachzuschlagen. Den habe ich mir natürlich nicht reinkopiert. Ja, steht doch hier drin. Also im Board selber. Aus Umklammerung befreien. Sofortige Aktion, 5 Ticks. Ah ja, aber das steht nicht, was du... Gegen Fertigkeitsweltgegner. 164, alles klar. Also es ist keine Kampfstabaktion, aber mir ist es quasi egal. Wie du es beschreibst, ist ja deine Sache. Genau, dann mache ich bei jetzt... Bei den Regeln, also Athletik oder Akrobatik. Ja, Athletik gebe ich dir. Denk dran, dass du immer noch minus 3 hast. Wegen minus 3 oder minus 5? Minus 3, gut. Minus 3, die Verteidigung sind um 5. Ich glaube, die Handlung. Ja, Schwierigkeitsgrad. Was hat der für eine. Das ist. Wo die Hand? Kampffertigkeit, die Hand. Das ist einer. Lass mich lügen, da habe ich es. 18. 18. Kann ich einen Splitterpunkt im Vorfeld ausgeben, um das irgendwie zu... Nee, ist eine vergleichende Probe. Wir würfeln gegeneinander. Sorry. Ja. Dann leg mal vor. Okay, also einfach gegen keine Schwierigkeit und dann minus 3. Richtig. Auch eine Probe, vergleichende Probe. Will ich einen Risikowurf machen? Möchtest? Klar, warum nicht? Wow. Huhuhuhu. Eine 1 dabei. Ja, er kriegt natürlich die minus 3 verringend auch. Achso, die kriegt er auch. Ja, das ist ja klar.
Dann setze ich meinen Triumphal beschreiben. Ja, ich setze meinen Kampfstab ein, nachdem er mich jetzt einmal gepackt hat, versuchte zuzudrücken, wo er vielleicht sich gewundert hat, warum es dann doch ein bisschen schwerer ist, einen Wag zu packen. Der Kampfstab wird eingesetzt, Hebelwirkung, man dreht sich einmal dann raus und ploppt auf dem Boden vor ihm auf die Insel. Das kostet mich 5 Ticks und ich bin auf der 11. Dann ist das Wesen wieder dran. Dort vor ihm steht ein kleines Wesen, das gerade seiner Umklammerung entkommen ist. Da würde ich gerne mal meinen Fuß draufsetzen und greife dich an mit einem Tritt. Du bist wieder bei 18, richtig? Müsste ich sein, ja. VT, Verteidigungswert 18. Dort senkt sich ein Fuß in deine Richtung. Ja. Schlecht gezielt, aber äußerst massiv und schwer. Dann würde ich gerne den Ausweichsprung versuchen für 3 Ticks. Akrobatik gegen die 15 steht hier. Ja, du kannst gerne dich dagegen aktiv verteidigen. Mach das. Ja, gegen die 15, kein Modifikator mehr. Das kostet mich 3 Ticks, um den Schaden zu reduzieren pro Erfolgsgrad nochmal minus 1. Das war jetzt eine aktive Abwehr, ne? Das war eine Verteidigungshandlung, wie es hier richtig drin steht. Ja. Ja, du erhöhst deine Verteidigung damit plus 3. Das heißt, deine Verteidigung ist auf 21. Das heißt, er hätte immer noch einen EG. Dann kann er Schaden machen. Aua. Und da kommen 13 rein. Ist nicht so, als hätte ich euch gewarnt. Ich habe gesagt, das Vieh zermatscht euch. Also Moment, du wolltest als erstes auf diese Richtung, auf diese Insel gehen. Und ich habe dich aufgehalten. Ich wusste genau, dass das passiert. So, 13 minus 4 sind 9. Ich benutze einen Splitterpunkt. Dann kriege ich noch 4 Schaden. Mhm. Und ja, der zusätzlich sind die Hände jetzt auch dran. Oh Gott. Lass mal gucken, wie nah bist du denn am Rand? Ja, mir und Nasaug. Oh, das ist... Ja, aber du bist jetzt gerade nah und du... Die Wagen ist schon fast entkommen. Du stehst relativ günstig am Rand. Das Wesen versucht dich mit seiner großen Hand einfach mal von der Insel runter zu schieben. Es sagt das Manöver Abdrängen an. Dein KW war... 16. Möchtest du dagegen halten? Kann ich damit mit meinem Kampfstab draufschauen und selbst Schaden machen? Nee, du bist ja gerade nicht dran. Du könntest jetzt nur aktiv abwehren. Wieder mit einer Zähigkeit gegen die 15. Gegen die 29? Nee, gegen die 15. Ja, du müsstest recht viele Erfolgsgrade schaffen, aber... Womit mache ich das? Mit Zähigkeit. Mit Zähigkeit? Ja, komm, dann machen wir Zähigkeit. Ich guck gerade, ob ich eine... Ich habe keine Meisterschaft in der Zähigkeit. Zähigkeit gegen die 15, hast du gesagt? Richtig. Wieder das Risiko. Das sind plus 2 auf deinen KW. Du kommst auf 18, das heißt, er hat immer noch 3 EG und das reicht gerade. Wie viele Ticks nach vorne? 3 Stück? 3 Stück. Aktive Abwehr, immer 3 Stück. Gut. Er schiebt dich mit seinen 2 EG, warte mal, abdrängt. Nee, oh, das reicht gerade nicht. Das Manöver kostet ja auch einen. Er schiebt dich genau bis zum Rand der Insel. Mhm. Und ja, hast ihn gerade gegengehalten, als deine Ferse schon ein bisschen Frischluft zu spüren kriegt. Dann kann er jetzt ja Mjörn Nasaug angreifen. Die zweite Hand ist dran. Die zweite Hand ist dran. Die zweite Hand hat gerade keinen anderen Gegner. Aber ich packe ihn aufs Bereithaltefeld. Und dann ist Jan mir dran.
Ich möchte zwei Dinge gleichzeitig tun. Also ich nehme an, ich kann etwas tun und gleichzeitig reden. Erstmal möchte ich Gailas zurufen. Hey, Gailas, zurück! Ja, und wird da gerade gedrängt, ist okay. Ja. Und dann möchte ich versuchen, vielleicht mit einem Flammenstrahl die mondbeschienenen Runen auszubrennen. Also mhm. Einer davon. Ja, du möchtest versuchen, eine Rune zu beschädigen, dann musst du erstmal Magie kanalisieren. Ja, nicht am Schutzkreis. Wichtig! Mhm. Nicht am Schutzkreis. Gut, ich sonst kann er überall rumlaufen. Ich möchte doch, glaube ich, meine Splittergabe einsetzen und meine Handlung um 4 Ticks reduzieren. Ich nehme 1, 2, 3, 4. Warum hast du dich jetzt 4 Ticks nach vorne gesetzt? Wie lange dauert der Feuerzauber? Weil der 8 Ticks dauert und ich in 4 Ticks. Ich weiß, was ich tue. Du sollst den Himmel kaputt machen. Ich kann den Himmel nicht kaputt machen. Das Mondlicht kommt vom Mond, mein Lieber. Dann mach den Mond kaputt. Der ist doch sowieso schon kaputt. Ja! Rala, 11. Ich möchte gerne ein Felsgeschoss werfen auf das Viech, weil ich gerade gesehen habe, dass es ein um 15er Schwerte Probe hat und sonst vom Aufprall umgeworfen wird und ich hoffe, dass ich es damit von der Insel werfe. So, du möchtest Dinge tun, weil es im Wege steht. Du kanalisierst Magie für 4 Ticks. Ja, ich kann es nicht anders, ich kenne das System nicht, lass mich. Ja. Dann kanalisier die Magie. Ja. Du stehst noch auf der Insel, ne? Ja. Okay. Ich habe ja nur den dicken Bodo da rumgetragen, aber ich bin ja noch da. Die Frage ist, ob du noch auf der mittleren Insel bist oder ob du schon auf der anderen Brücke bist. 4 Ticks für Magie kanalisieren. Ja. 4 Ticks. Das heißt, ich würfel erst danach, ne? Ja. Gut. Erst die 4 Ticks. Du könntest ja theoretisch noch unterbrochen werden. Der Wag ist dran. Oh, das war jetzt doof. Narsauke, du bist dran. Ja, Narsauk zielt auf die Hand, die unseren werten Gairas bedrängt für 2 Ticks. Mhm. Das ist nett von dir. Dann ist Yamir dran. Ja. Mifaxus Flammenstrahl und so weiter und so fort. Moment, das war der falsche Zauber hier. Feuerstrahl. Also der geht gegen seine Verteidigung, das ist also... Ja, hat jetzt keine Verteidigung, dann Flammenstrahl züngelt runter auf eine der Runen und ja, du brennst die Rune aus, du siehst es, die an Kraft verliert und ja, das Glühen von ihr nachlässt, 3 Ticks auslösen und streicht dir einfach den Fokus ab. Ich nehme an, die Meisterschaft und wegen sparsamer Zauberer darf ich halt trotzdem nutzen, ja? Ja, ja, klar. Gut. Na, Saug. Nee, Rala. Ja, der wirft jetzt nee, auf die... Ich jetzt erst mit meinem Schauber. Achso, 14, Entschuldigung. Hä? Achso. Na, Saug. Gar nicht mehr. Ach da. Hallo, Spieler. Genau. ja, Schwierigkeit sagst du an, oder... Einfach du möchtest was tun. Auf die Hand werfen. Ja. Das Wesen hat eine Verteidigung von, sag ich dir nicht, Zaun. Ich nehme an, du hast Scharfschütze und kannst in den Nahkampf schießen. Ja. Ja. Dann triffst du. Ohne Erfolgsgrade. Du kannst gerne Schaden machen. Dein Speer, er fliegt auf das Wesen zu, trifft es schön am Arm, der gerade dann von Gairas zurückdrängt und das macht Pock, als der Speer splittert und kaputt zu Boden fällt. Das Wesen scheint von deinem Angriff nicht besonders beeindruckt zu sein, aber... Es rieselt ein bisschen Gestein vom Arm nach hinten und Rala ist dran. Ja, kann ich jetzt meinen Zauber machen? Mhm. Ja, ne? Gut. Erschwernis rechnest du dann ein, hast du gesagt, ne? Du wolltest ein Felsgeschoss
Ja, weil da steht ja Verteidigung des Zauberers. Die kann ich dir jetzt sagen, die ist 23, nachdem ihr das schon angegriffen habt. Okay. Aber wir können die auch sehen, am Token. Ja. Oh, könnt ihr? Ja. Verdammt. So, dann. Boah, ich mach's fertig! Aua! Ich mach dich fertig! Okay. Juhu. Ja. Das Felsgeschoss ist ja ein relativ schöner Zauber. Du hattest das ja gerade schon durchgelesen. Jetzt geht's darum, was machst du mit den ganzen Erfolgsgraden, die du hast? Ich wollte es ja vor allem umwerfen, dass es vielleicht von der Plattform fällt. Mhm. Das ist keine schlechte Idee. Das heißt, du kannst es schon mal verstärken, den Zauber. Ein EG geht für die Verstärkung drauf. Erhöht zwar die Kosten, aber da du 5 EG hast, werden die Kosten auch direkt wieder reduziert. Und die Standardkosten bleiben. Du hast jetzt immer noch 4 EG. Die könntest du rein theoretisch benutzen, um einen weiteren verzerrten Fokus einzusparen. Mhm. Oder 4 Erschöpfte. Oder du machst mehr Schaden. Ich möchte mehr Schaden machen, weil das war es ja, worauf ich gepocht habe. Alles klar. Also ich würde es ja am liebsten, wie gesagt, runterhauen. Packen wir den Rest in Schaden und ja, du darfst erstmal Schaden machen, 1d10 plus 4. Boah! Nett. Kaputt! Ja, dein Felsen, er trifft das Wesen im Rücken. Und ja, haust da ein kleines Stück von ihm raus. Und dann darf er jetzt mal versuchen, stehen zu bleiben. Ist das jetzt erschwert, weil ich einen Triumph hatte? Du hast eine verstärkte Version des Zaubers genutzt, deshalb ist die Schwierigkeit jetzt 20 plus deine Punkte in Felsmagie, was 6 sind, also 26. Boah. Aber. Kann ich dagegen splittern mit einem Splitter, dass er doch umfällt? Leider. Wenn er nur einen. Leider nicht. Es war so gut gewürfelt. Aber leider ist dieser. Doch sehr, sehr standfeste Stein nicht so einfach umzuwerfen. Aber ja, das war solides Manöver. Kostet dich allerdings auch 3 Ticks, den Zauber auszulösen. Und den Fokus hast du ja schon abgestrichen. Ich bin gerade nochmal hier dabei zu gucken. Ja, 3, 5, ja. Also nochmal 3 Ticks zu denen, die ich vorher schon gewartet habe, bis ich zaubern Richtig. Kann? Richtig. Ja. Okay. 3 Ticks ist dann nochmal der Zaubervorgang selbst. Dann ist Geirats dran. Ja, ich würde mich ganz gern aus dem Kampf lösen und über die Runen zurücktreten. Das würde ich über eine Bewegung lösen. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen 8 Meter brauche, aber auf alle Fälle so 4 mache ich auf alle Fälle. Okay. Dass ich wieder hinter dem Schutzkreis stehe. Das dürften als Bewegung 5 Aktionen sein. Bin ich auf die 22. Aus dem Kampf lösen kostet aber 6 Ticks. Also inklusive der Bewegung, die dann folgt. Gut. Relativ ärgerlich würde ich den anderen auch noch sagen, wenn ich das jetzt kann, darf, währenddessen ich nach hinten gehe, Stab abwehrend bereithaltend. Ihr sollt über die Insel rüber. Du müsstest schon noch die Probe schaffen, damit das funktioniert. Ja, was möchtest du dafür haben? Das ist wahlweise Akrobatik oder wenn du die Meisterschaft Rückzugsgefecht hast, auch deine Waffenfertigkeit gegen die 21. Ich habe die Meisterschaft Verteidiger, aber keine Rückzug. Nee, die hilft nicht. Ja, dann mache ich eine Akrobatik gegen die 21. Geistiger Widerstand des Wesens ist... Entschuldigung, das war falsch. Falsches Feld. Knapp misslungen 19. Kannst du gegensplittern? Könntest du, oder er macht halt. Kriegt halt einen Gelegenheitsangriff. Ja, dann nehme ich den Gelegenheitsangriff. Okay, dann wird er dich nochmal treten. Einer der Füße hält sich ja noch bereit. Dann nehmen wir mal die Hand drauf. Der Fuß nutzt die Gelegenheit und